ich mag es zu provozieren, aber das war drüber, das war dann ganz klar mein Fehler. Digga, ich bin 135.000 Euro minus mit dem Fußballprojekt. Ich weiß nicht, was alles öffentlich ist. Freunde, wir sind im wunderbaren Köln, ja? Wir sind bei der Baller League. Neben mir sitzt Trimax, Alter. Wie geht's dir? Alles gut? Sehr gut. Hier in der Corner. Jetzt ist es endlich soweit. Ich hab's mal reingekriegt. Endlich. Ich hab's mir immer gewünscht. Seit Anfang an wollte ich hier dabei sein. Ehrlich? Ja, klar. Von Anfang an? Ich mag Podcasts. Ich war schon gefühlt jedem Podcast. Ja, ich war ja bei euch auch schon. Ja, guck. Zweimal. Ich bin ja eigentlich dreimal. Eigentlich gehört ich dreimal. Was ist da passiert? Ich wollte eigentlich. Sascha war immer, der reist viel rum. Da war irgendwie drei Wochen in Seychellen, haben wir Ersatz gesucht, die haben alle spontan abgesagt. Ja. Ne? Nico schläft bis 18 Uhr oder so. Und dann, ja, dann so bist du fast das dritte Mal reingekommen. Und dann musste ich herhalten. Der war Spendi, ne? Ja, genau. Ja. Deshalb machen wir schon den Gag, dass Sascha Gast ist und dass wir Flo, Henke und ich den Podcast zu dritt machen. Ja, ich habe eigentlich gehofft, ich werde jetzt langsam mal euer vierter Mann, immer Ersatzbank. Bank wäre immer rechts außen. Dass ich auch mal irgendwie was von den Werbeeinnahmen kriege. Ihr kriegt immer mehr als ich. Oh, stimmt. Oder? Ja, hätte ich eigentlich mal verdient. Ja, hast recht. Wann werde ich beteiligt? Oh, das ist die Frage, wann werde ich hier beteiligt? Wie komme ich ans Funkgold ran? Alles gut, alles gut. Max, wir machen hier so ein kleines Karriereinterview oder Lebensinterview mäßig. Mhm. Du bist schon ultra lange dabei. Ja, geht. Was heißt ja, auf verhältnismäßig? Sag mal, die anderen machen jetzt alle so 12, 13, 14 Jahre. Ich bin jetzt im. Warte, hast du eigentlich. Am 19. März bin ich 8 Jahre dabei. Das ist lange. Das ist dann 2016. Ja, okay. Das ist nicht so. Ja, weißt du? In der Verhältnismäßigkeit, aber ist halt so 2 Jahre nach Simon Unge Prime. Weil der, ja, war schon der Prime. Der war schon vorhin der Prime. Da war 2014 oder hier. Revi, Julian Bam, ja, Insko, ja, die machen alle 14 Jahre. Da hab ich die Hälfte, ne? Da kamst du dazu. Aber du hast, ich hab so ein bisschen im Gefühl, weil du hast einen Kanal, der hieß The Art of Content Creation. Ja, ja. Das war das Ding, was ich vorhin meinte. Ja. Und da ist es eigentlich fast so, dass du eigentlich deinen Kanal schon nach Konzept großgezogen hast. Ja. Also du hattest richtig Plan, du bist das sehr analytisch angegangen. Aus welchem Beweggrund kam das raus? Bist du das ganze YouTube-Ding so analytisch angegangen, auch aus dem wirtschaftspsychologischen Aspekt? Oder ist das einfach... Ja, mir hat das einfach ultra Spaß gemacht. Mhm. Ich habe auch im ersten Jahr, ich habe ja noch studiert, Wirtschaftspsychologie mit Fokus Werbepsychologie und sowas. Fand ich ultra geil. Dann hatten wir irgendwann so... das Thema Personal Brand und den ganzen Stuff nur ganz kurz mal im Studium angeschnitten. Fand ich aber ultra geil. Hab mich dann da ultra reingelesen, Online-Seminare besucht, Online-Books gekauft. Ich habe 60 Bücher in dem Jahr gelesen. Ehrlich? Ich habe alle YouTube-Videos auf Englisch von allen Leuten, was es gab. Ja. Es hat mir einfach ultra Spaß gemacht. Nicht nur, dass es dann der YouTube-Kanal dadurch erfolgreich wird, sondern mich hat es einfach so interessiert. Ich fand es geil. Mhm. Deswegen hatte ich auch den Kanal aufgemacht und hatte, was hatte ich da, 5 Videos oder sowas. Hab's dann zeitlich nicht geschafft. Ich habe vorhin geguckt, es waren 4. 4, okay, 4 Videos. 4 Videos. 4 Videos. Hatte ich noch viel vor. Ich hatte schon geskriptet für 3 weitere Videos. Ja. Aber ging dann irgendwann mit dem Gaming nicht mehr. Ja, so kam das. Aber dann war ja prinzipiell Twitch nicht unbedingt der Anfang, oder? Ja, ich würde so sagen, ich nehme so meine Let's Plays live auf. Ach so, und dann ist es so 50-50. Ja, genau. Ich habe Twitch und YouTube gleichzeitig gestartet. Aber hast du noch anfangs selber geschnitten oder hast du schon Leute am Start, die selber geschnitten? Ich habe viel zu lange selber geschnitten. Hattest du ein Vorinvestment, dass du dir gesagt hast, okay, ich nehme jetzt Summe X raus für dieses Hobby und investiere in entsprechende Sachen rein, in was weiß ich, Animation oder Optik oder was auch immer, Designs? Oder bist du einfach on scratch rein? Eigentlich keinen Plan von nichts gehabt, weil wenn ich mich zurückerinnere, war es gerade mal so, dass du barely einen Computer benutzen konntest. Ich hatte keinen Computer, bis ich 20 war. Das ist ja ich hatte nie einen Computer. Immer nur PlayStation und iPad, deswegen ja, mit PC ging gar nichts, weil wenn wir Word öffnet, wirklich überhaupt nichts. Und zum Stream kam es dann, mein Bruder hat einen alten PC, der ging nicht mehr, der war kaputt. Ja. Und dann hatten wir Jubin aus der Fußballmannschaft, der hat sich den mal angeguckt und meinte, ja, ihr habt das Motherboard mal ausgetauscht, das Netzwerkstecker ist irgendwie zu schwach oder irgendwie sowas. Hat er so ein günstiges Kabel nachbestellt, dann ging der und damit konnte ich dann letztendlich streamen und der hat auch alles eingerichtet. Ich kann gar nichts am PC. Aber wie bist du auf diese Idee gekommen, das überhaupt so anzugehen? Weil hast du selber Content Creator früher so konsumiert? Hast du es früher geschaut? Ja, ich habe sehr, sehr viel Clash of Clans gespielt und da kam das neue Game von Supercell raus, Clash Royale. Mhm. Und da war ich richtig gut drin. Ich habe mir das schon in der
Beta, die nur in Kanada war, kanadische Apple-ID erstellt, mit das dann so. Warst so deep in so einem. Das ist ja halt für mich absurd, weil ich nicht in diesem Mobile-Handy-Game-Ding drin bin. So. Oh, ich fand das schon. Also Clash of Clans war schon ultra krass. Und dann kam das neue Spiel raus und das wollte ich dann zocken. Hab's dann auch gezockt, ultra viel. Hat aber kein Geld, ist ja auch Pay to Win, ne? Keine Ahnung, Max-Account kostet 20.000 Euro. deswegen, ich war dann so relativ. Ich hab mich da richtig reingefuchst. Hab englische Creator geschaut, Streamer und YouTuber, aber noch ultra klein. Der größte englische Streamer in Clash Royale hatte 21 Zuschauer und der krasseste Deutsche hatte 5. Weißt du? Ja, also so, das war der Szene war ich drin. Okay. Okay. Das ist die Basis, so 5 war schlecht. Krass in Deutschland und 21 wäre so das Heftigste. Holy shit. Ja. Der hatte dann irgendwann mal die 40 Zuschauer geknackt. Das war schon ein großes Ding. Und ich hatte auf jeden Fall ultra viel gespielt. Wir hatten auch so, ich glaube, wir hatten mal mit, ich weiß gar nicht warum, mit 7, 8 Freunden alle zusammen getroffen, Clash Royale gezockt und ich war halt mit Abstand der Beste. Ich habe mit jedem Game, ich habe immer das Game gewonnen mit allen Decks. Aber ohne halt, Pay-to-Win irgendwas. Genau, da ging noch nicht Pay-to-Win. Aber das ist ja entsprechend eher so gegen dem, was immer alle sagen, dass du nur Pay-to-Win kannst. Ja gut, also ich bin oft in Games gut, wenn sie ganz neu rauskommen und ich sie erstmal eine Woche durchgrinde, so viel wie kein anderer. Ja. Dann kommst du schon so ein bisschen auf Taktik, aber da ist dann auch Schluss. Ja, da ist dann auch wirklich schnell Schluss. Ende der Fahnenstange, okay, check ich. Ja, und dann habe ich irgendwann, war ich der Beste von denen, hab denen allen Tipps gegeben und dann dachte ich mir, gut, dann streame ich das mal. Ja, und dann haben sie auch so gesagt, ey, mach das doch mal, probier das doch mal. Mhm. Bist echt gut in dem Game und kannst da gute Tipps geben und dann habe ich das dann gemacht. Und kam gut an. Am Anfang habe ich auch noch YouTube-Videos selber gemacht. Das Ganze erst mal im PC mir selber beigebracht, dann das ganze Schneiden selber beigebracht. Und dann saß ich teilweise an so einem Guide. Es gibt noch Tutorials, die sind alle noch online. Yeah. Ne? Wo so die Grundbasics-Dinger drin waren. Aber die kannte halt damals auch keiner. Ne? Da habe ich die dann halt Videos draus gemacht. Saß ich an einem Video irgendwie 30 Stunden im Schnitt und habe dann da irgendwie, keine Ahnung, am Anfang halt aber 100 das, Klicks wie drauf hast gemacht. Du das geschnitten bekommen? Also mit welchem Programm hast du gearbeitet? War das Premiere? Ja. Ehrlich? Und dann alles, also bist du über Tutorials gegangen oder hast du alles autodidaktisch gemacht? Hart über Tutorials. Ehrlich? Ich hab mich da so reingefuchst, das war so viel Zeit. Aber könntest du es jetzt noch oder ist es mittlerweile, dass du es schon wieder verlernt hast? Schon, ich hab's schon sehr schnell danach verlernt. Weil mit so einem Schnittprogramm habe ich das Gefühl, ist nicht so wie mit Fahrradfahren, das kann man immer. Nee, also sondern da ist man so richtig schnell raus, gerade wenn sich so ein bisschen was verändert und so. Ich hab auch wirklich nur so richtig so YouTube-Videos gemacht, vielleicht 10 Stück. Ja. Und der Rest waren dann Sachen aus dem Stream und dann habe ich nur die Highlights zusammengeschnitten und guten Games. Vielleicht mal mit Zoom gearbeitet und dann war Schluss. Okay. Aber so die Videos, da waren so mit Grafikeinblendungen, Bilder und den ganzen Scheiß. Also das war schon Bare Minimum. Ja, ja, ja. Okay, okay, verstehe. Ja, aber dann bist du ja, ich sag mal, in der Szene relativ groß geworden, kann man ja heutzutage sagen. Wer waren so die ersten Kontaktpunkte, die du hattest? War das aus dieser Clash of Clans, Clash Royale-Szene mit Strobel unter anderem? Hatte ich so das Gefühl, weil das habe ich immer so in Erinnerung. Oder einer der ersten Gesichter, die ich mit dir im Kontext hatte, war immer Strobel. Ja, den hatte ich ja direkt relativ. Vielleicht hatte ich da schon 200.000 oder 300.000 Follower oder Abonnenten auf YouTube. Dann war die erste Clash Royale-Weltmeisterschaft in Paris, auf der Paris Games Week. Und Alter. Chef Strobel war einfach der einzige Deutsche da. Ja. Und da sind wir so aneinander geraten. Und so habt ihr euch und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, stream nochmal, der kam ganz neu, glaube ich, der Inferno-Drache raus und er war der beste Inferno-Drache-Spieler Deutschlands oder weltweit oder ach, krass. War er Pro-Spieler? Ja, Pro, zu der Zeit war jeder, der das Game 2 Wochen gezockt hat, gefühlt Pro, weißt du? Okay. Also die Messer halt waren relativ Anfang, niedrig. Sehr, ja. sehr niedrig in dem aber neuen Spiel. Aber es hat für Strobel gereicht in seinem Studium, dass er das wahrnehmen konnte. Genau. Ach, krass, aber für so ein Game nach Paris fahren hätte ich, glaube ich, nie gemacht. Da gab es auch keine Gage für, ne? Ne, eben. Aber halt krass. Das ist ja ganz andere Zeit. Da kamen halt irgendwie Koreaner hin und Japaner und die waren halt ultra krass. Die haben uns halt komplett auseinandergenommen. Das ist ja voll scheiße dann. Ja, und dann ging es immer weiter. Wann kam in dieser ganzen Konstellation, weil ich ihn nicht so krass mit Clash of Clans verbinde, wann kam Rumatra dazu? Oh, der kam erst so zur Fortnite-Zeit dazu. Ja. Ich meine über Henno? Ja. Oh, das war zwischenzeitlich warst du doch auch irgendwie mit, auch bei Freaks for You in der ganzen Sache ich mit war ein bisschen lange drin. Freaks und da wurden ja auch Fortnite-WM unter die anderem für mich übertragen halt die ganze, produziert. Ja, Fortnite-WM jedes Wochenende in Berlin war auch krass mit Miki zusammen gecastet und Nikeless. Das war heftig. Stimmt, die ganze Freaks-Zeit. Dann haben die extra für mich eine Mobile-Gaming-Schiene aufgemacht mit Alex als Praktikant erstmal. Jo, wir haben ja jemanden Mobile-Gaming, den brauchen wir. Ja. Und so sind wir dann zusammengekommen. Es war witzig. Ganz verrückt. Jetzt ist Alex hauptsächlich für dich zuständig als Manager. Ja, genau. Aber managt er dich nur alleine oder hat er noch wen anders bei sich? Nee. Vielleicht, wenn was übrig bleibt, so ein bisschen, gibt er mal einen Auftrag an Chef Strobel weiter. Ja, check ich. Aber das ist ja dann perfekt. Mhm. Das ist ja eigentlich optimal so in der ist eine sehr, sehr ganzen, geile Konstellation. In der Konstellation ist es mega. Ja.
Ja, dann ging ja der ganze Schritt weiter, aber du hast dann ja Romatra am Start. Was ist eigentlich, also wie gehst du eigentlich damit um? Das hat mich immer interessiert, wenn jetzt beispielsweise so viel Kritik so entgegenkommt. Und dann kommen wir später noch auf ein relativ präsentes Thema zu. Ja. Aber jetzt beispielsweise diese eine Szene mit Romatra, die in diesem Stream war, wo er gesagt hat, ich habe die Schnauze voll von dir, verpiss mich jetzt. Ja, ja. Weil es ist ja, ich sag mal, es wirkt ja in dieser Dynamik, wenn man euch jetzt nicht kennt. Ja. Wirkt es ja, würde man voraus denken, boah, das ist voll der Sack. So, ja. Das ist so richtig toxisch. Um es ein bisschen, ich sag mal, aufzuweichen und zu erklären, wie muss man sich die Dynamik zwischen Wieland und dir vorstellen? Oh, ist witzig. Er ist oft, wir hatten das ja auch dann alles noch telefonisch abgesprochen voll, und so. Voll. Ne? Wir sind ja so gut befreundet, dass man das dann auch easy machen kann. Wenn ihm irgendwas nicht passt, wird er dann ultraschnell mucksch und sowas und sagt dann die ganze Zeit, oh, ich fahr nach Hause. Auch schon bei anderen LAN-Partys. Davor schon, wenn irgendwie hier, scheiße, der Ofen geht nicht, so eine Scheiße, ich fahr nach Hause oder so. Aber tut es dir dann auch mal leid? Oder ist es dann so, ja, ist halt diese WLAN so drauf geschissen? Oder bist du dann nochmal so? Also ich bin sehr froh, dass es dazu dann kam, dass er nach Hause gefahren ist und dass das dann, dass ich dann gesagt habe, ey, hier ist meine Grenze, wenn er da so und so die Meinung hat und die ganze Zeit sich nur beschwert und so eine Fresse zieht oder sowas, dann sage ich, ey, das ist auch mal gut, wenn er nach Hause fährt. Wir hatten gestern eine LAN-Party, wo wir zu zweit gezockt haben, 5 Tage Satisfactory. Es macht auch ultra Bock mit ihnen. Das ist mal sehr gut, dass wir da aneinander geraten sind, haben uns ausgesprochen und dann ist... Dann ist doch perfekt. Dann ist perfekt, das stimmt. Aber Social-Media-mäßig war das immer sehr, sehr hoch. Ja, ja, voll. Gerade durch TikTok. Ich glaube, die Dynamik ist da nochmal viel, viel schlimmer geworden, weil es passiert irgendwas und ist noch gar nichts ausgesprochen. Ja, ja. Der Clip landet auf TikTok, am besten noch aus dem Kontext rausgeschnitten und dann geht die Scheiße richtig ab. Omar und ich haben uns auch zusammen gemeinsam die TikTok-Kommentare durchgelesen und gelacht, was da teilweise für Theorien und sowas zustande gekommen ist. Das ist das Krasseste. Was da alles reininterpretiert wird, das ist krass. Das ist super viel Interpretationsspielraum, der halt immer so gegeben wird, beziehungsweise der sich auch genommen wird von den Zuschauern von außen, was aber in vielerlei Hinsicht halt irgendwie so eine Rolle spielt für Sachen, wo sie überhaupt gar keine Ahnung haben können. So diese zwischenmenschlichen Dynamiken, beispielsweise wenn sich so Content-Creator trennen. Mhm. So, nehmen wir mal so ein keine Ahnung, irgendwie einen präsenten Fall, wo die beiden, ich nenne jetzt keine Namen, aber wo die beiden gesagt haben, hey, so und so, wir sind nicht mehr in einer Beziehung, aber macht jetzt bitte kein Fass auf, ja? Bitte nichts auf TikTok hochladen, auch immer. Ja. Und wirklich, du kannst einen Finger schnippen und die ganze Scheiße ist auf TikTok, weil sofort. Die Leute das einfach nicht respektieren. Gar nicht. Aber würdest du sagen, das ist schlimmer geworden jetzt mit den Jahren oder findest du es eigentlich noch erträglich? Was also inwiefern du, nervt es dich, diese ganze Dynamik? Boah, diese ganzen kurzen TikTok-Clips, wo alles hochgeschaukelt wird oder YouTube-Shorts oder Instagram-Reels. Erstens sind da irgendwie die Kommentare drunter noch abgefuckter. Das ist ja übertrieben, was da für Kommentare drunter sind. Mhm. Also es ist auf jeden Fall schlimmer geworden. Ja. Safe. Okay. Weil es so kurze Clips sind und weil die Community auf den Plattformen auch echt merkwürdig ist. Aber ist es was dich persönlich nervt? Also wo du dann auch mal, ich sag mal, man hat ja mit den Jahren so ein dickes Fell aufgebaut, aber dass du dich so ein bisschen zur Seite nimmst und so sagst, boah, dass es dich schon in deinem Tag so beeinflusst, dass du sagst, boah, es fuckt schon ab. Nee, aber viele Kollegen fuckt das krass ab und die sagen, ich guck gar nicht mehr von TikTok, ich guck mir keinen einzigen TikTok-Clip von mir selber an, weil ich mit den Kommentaren darunter nicht klarkomme. Mir ist das egal. Problem ist nur, wenn so Mist-Zeitschriften und Journalisten so die neuesten Sachen so, die schüren extra Hass, um Kommentare zu generieren und viral zu gehen. Diese kleinen Online-Magazine? Ja, genau. Die fucken halt so ab, so Trimix gibt 130.000 Euro für Pokémon-Karten aus. Das ist ja nur Pappe. Mhm. Woanders sterben Menschen, weil die kein Essen haben. Was haltet ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Digga, und dann werde ich da einfach, gibt es da 1.000 Kommentare, die mich komplett wegbeleidigen. Ja. Und die bauen das halt extra darauf auf, ne? Das ist schon abgefuckt, oder? Natürlich ist das abgefuckt. Aber ich glaube, das ist was, womit man sich bei leider steigender Prominenz so mit rumschlagen muss, oder? Ja. Ich sag mal, du findest ja auch in größeren Medien statt. Du bist ein Begriff geworden, auch für größere Zeitungen. Du hast auch bei beispielsweise im OMR-Podcast schon stattgefunden. Was war die größte Zeitung bisher, mit der du ein Interview hattest? Fällt dir das ein? Nee. Hast du irgendwie mal so Spiegel oder Bild oder irgendwas mal gemacht? Würdest du mit der Bild was machen? Die sind doch immer auf den Events dabei, oder nicht? Ja. Aber keine Ahnung, also ich habe beispielsweise immer abgesagt, wenn die irgendwie rankamen. Ja, das ist das Problem, deren Team. Ja. Ich weiß nicht, was ich alles erzählen kann. So verdeckte Ermittler. Nee, also die sind sehr cool, die da arbeiten. Okay. Und ich will jetzt hier nicht in die Pfanne hauen, aber die finden, glaube ich, die Bild auch scheiße. Ach so. Weißt du, stell dir vor, du arbeitest jetzt bei der Bild. So, bei der Bild dann finde ich dich super cool und dann, ja fuck. Aber meinst du, die machen es einfach dann fürs Geld, dass sie halt sagen, okay, das wird möglicherweise da gut bezahlt und jetzt
Das ist die Frage. Weil ich glaube, ich stelle mir das nicht gerade erfüllend vor, die ganze Zeit auf keinen Fall. Rotzüberschriften zu schreiben. Nee. Oder so Rotzartikel. Nee, das machen die auch nicht. Da gibt es dann andere Sachen. Keine Ahnung. Was hat die Bild hat berichtet? Nicht, dass der Boxkampf, dass der krass war und dass da 16.000er lang CES Arena war und der ganze Scheiß, sondern dass ich danach auf der Aftershow-Party abgestürzt bin, zu viel getrunken habe, zu tief ins Glas geschaut habe. Weißt du, darüber wird dann berichtet. Ja, voll. Ja, das aber ist das. Ja, aber sowieso, du bist ja sowieso eine kleine Partymaus. Aber das finde ich immer geil, das macht immer Spaß mit euch. Mhm. Weil, wenn ich immer dran zurückdenke, wo wir das Gameboy Royale hatten. Ja. So, und da war ja schon, alleine dieser Abend vor dem Hotel war ja schon komplett eskalativ. Ja. Dann, wir haben voll viele Partys schon zusammen gehabt. Dann Silvester mit deinem Bruder. Mhm. Und ich sag sowieso immer, es ist ein Erfolgsgarant für einen Abend, wenn dein Bruder und du am Start sind, in der Kombination. Ja, das klappt auch. Ja, deswegen müssen wir es auch zurücknehmen. eigentlich selten, wirklich. Aber wenn es dann ist, dann richtig. Aber bist du dann auch mittlerweile schon, dass du dann sagst, so, vielleicht mache ich jetzt mal ein bisschen weniger Aftershow-Partys, weil das langsam so ein bisschen, total. Bisschen dolle ist? Oder? Es gibt viel zu viel Aftershow-Partys. Ich würde dann direkt sagen, komm, ich fahre nach Hause. Da muss ich schon gucken, welche ich mitnehme. dann aber richtig. Bist du bei der nächsten Gamescom wieder am Start? Gamescom safe. Boah, Junge, da müssen wir auch wieder, da habe ich wieder richtig Bock. Weil du hast gefehlt. Ja? Man hat es gemerkt in der ganzen Dynamik. Du hast gefehlt. Wir hatten keinen starken Antrieb mehr. Ja, okay. So, und dann auch wieder Bierpong-Turnier und der ganze Kram. Super. Max, wir brauchen das. Ja, das brauchen wir. Wir brauchen dich da. Ganz vorne am Glas. Letzter Gamescom-Tag ist immer gut. Da drinnen ist immer nicht so, bin ich nicht so ein Fan, wenn man so irgendwie 11 Stunden auf der Gamescom ist. Ja, habe ich auch gemacht. Dann feiert man bis 4, aber muss um 8 wieder auf der Bühne sein. Das funktioniert nicht. Mhm. Dann sage ich, ey, komm, ich ziehe 4 Tage Gamescom durch und am Ende, am letzten Tag, gehen wir nochmal Vollgas. Wann war die erste Gamescom, die du so gemacht hast als Content Creator? Oder bist du schon zu Clash of Clans Zeiten, so damals, als du noch ganz, ganz klein warst, schon da drauf rumgetingelt? Ich war immer schon auf der Gamescom, auch bevor ich Creator war. Und die erste Gamescom als Creator war ich zwar schon auch in der Twitch-VIP-Loge und alles, hab aber auf dem Parkplatz im VW-Up mit meiner Freundin auf der Gamescom-Gelände gepennt. Im VW-Up? Ja. Haben im Auto geschlafen. Oder einmal waren wir auch zelten. Auf diesem Camping? Ja, auf diesem Camping mit Hanky und meinem Bruder, aber nur ein Zwei-Mann-Zelt. Dann habe ich im Vorzelt geschlafen. Aber Junge. da ist er nicht wasserfest. Dann hat es geregnet und der ganze Zeltplatz ist zugelaufen. Ich bin komplett klitschnass aufgewacht im Schlafsack. Aber das sind alles Erfahrungen, die muss man auch mal mitnehmen. Das ist so. Ja, aber ich glaube, Gamescom Camp ist so eine Ronny Berger Experience. ja. Weil ich hatte einmal einen Auftritt beim Gamescom Camp, ist auch schon 2 Jahre her. Ich weiß auch nicht mehr wofür. Auf jeden Fall bin ich dann da gewesen und da war halt tagsüber war ich eingebucht. Mhm. Da war tote Hose. Mhm. Da dachte ich mir, ey, das ist doch für den Kunden total schlimm, wenn ich jetzt hier bin und keine Sau ist da. Zumal da zu dem Zeitpunkt auch mit den Tickets irgendwas verkackt wurde. Mhm. Sprich, dass ich konnte dann so Tickets verlosen, aber konnte die gar nicht, also hab die verteilt, aber von denen ist keiner raufgekommen, weil die nie die Tickets zugeschickt bekommen haben. Krass. So, dann stand ich da wie Falschgeld. Ach du Scheiße. So, hab dann irgendwie meine Storys gemacht, hab ein bisschen mit den Mitarbeitern da gespielt und bin dann wieder abgezischt. Geil. Da hab ich viel zu viel Geld für gekriegt damals. Ich hoffe, das kann mir jetzt keiner mehr im Nachhinein dumm auslegen, aber das war echt cringe, Mann. Und dann hatte ich dann aber abends noch so einen Auftritt, da wollte ich aber noch zu irgendeiner Aftershow-Party und war gesagt so, ja, du musst eine Stunde, musst du da im Stream sitzen. Aber pünktlich habe ich auf die Uhr geguckt und dann zack, bin ich abgezogen. Geil. Ja, aber würde ich so nicht mehr machen. Ich glaube, mittlerweile bin ich auch professioneller geworden. Das waren so mit meine ersten, war eigentlich mit die erste Gamescom, wofür was eingebucht war. Ja. Mit die anstrengendste Woche, Gamescom-Woche, 5 Tage Fortnite-Bühne mit Hand of Blood, jeden Tag irgendwie 8 oder 9 Stunden Programm und davon waren 6 Stunden Meet and Greet. Aber und das wirst alle du doch Tag hintereinander. Irgendwann, oder nicht? Ja. Bist du nicht danach, dass du sagst, boah, ich kann nicht mehr? Ja, aber überleg mal, wie viele Fotos du dann in der Zeit geschafft hast. Ja, eben. Weißt du denn? Eben. Das ist schon dann wieder cool. So, und ich sag mal, ich bin ja noch von der Größe her, von meiner Reichweite her, von meiner Prominenz noch echt in einem entspannten Rahmen. Mhm. Ich will mir nicht vorstellen, wie es bei dir ist, beziehungsweise wenn man nochmal zurückdenkt, so Level Simon Unger, als er noch Dreadlocks hatte und man ihn so richtig gut erkannt hat, das muss Hölle gewesen sein. Ja. So, wenn der da irgendwie durch die Hand gegangen ist, oder Erik, also ja, Bonk, ja. Wenn der da irgendwie steht, seine Autogrammstunden gibt, die Leute stehen ja massig davor und man unterschätzt das total, wie viele da noch hinterher sind. Mhm. Man denkt sich so, ja, man, nur weil man das selber jetzt nicht mal so unbedingt viel guckt oder das so krass verfolgt, aber es sind so viele Zuschauer noch mitgewachsen und am Start, die das so richtig krass verfolgen. Ja, klar. Ich meine, hast du noch, könntest du jetzt so aus dem Stegreif so OGs sagen, die von Tag 1 dabei sind, so von, keine Ahnung,
500 Abonnenten und die gucken dich heute noch? Boah, da gibt es schon ein paar, weil sie die ganzen Stories halt von früher kennen. Ja. Das ist schon geil. Die sind halt komplett mitgewachsen. Die waren halt damals 14 oder 13 oder 12. Clash Royale ist ja auch echt viele kleine Leute. Als du angefangen hast? Ich war schon 20, 21 geworden. Da müssten wir etwa im selben Alter angefangen haben. Ich meine, ja. bist du 29? Ich bin jetzt 29. Ja, also ich habe mit, warte mal, ich habe angefangen mit Stream 2017. Ja. So, und da war ich da. Ist auch irgendwie eine geile Zeit. So die ganzen Zeit, anderen, die auch so mit Clash Royale 21 war oder Brawl Stars oder so abgehen und die sind dann alle so 15 und brechen dann die Schule ab und verdienen dann auf einmal Hunderttausende im Monat mit 15. Das, ja. Ich finde das echt gut, dass es das dann mit 20, 21. Ja, guck mal, das sehe ich auch immer. Ich glaube, das kann einen richtig kaputt machen. Ja, natürlich. Ey, ich sehe doch teilweise, ich hoffe, keiner nimmt das jetzt, sieht das jetzt und nimmt das so direkt persönlich, aber ich sehe ja teilweise so die Content Creator, die jungen Content Creator, die jetzt mit, keine Ahnung, 16, 17 Millionen Kanäle hochgezogen haben. Oder in dieser ganzen TikTok-Generation, ja. Was ja noch schlimmer ist, die haben ja nicht mal Kohle verdient, großartig. Ja, ja. So, und die haben sich Accounts großgezogen, riesige Reichweiten und dann dank der Algorithmus nicht mehr und die kacken ab. Ja. So, du hast ja Millionen Follower auf teilweise Kanälen, die jetzt absolut mausetot sind und wo gar nichts mehr passiert. Mhm. Das ist was, wo ich immer riesige Sorge habe, wo ich dann immer sage, Kinders, macht gerne diesen ganzen Social-Media-Kram, kleiner Appell an der Stelle. Ja. Man muss auch einen Bildungsauftrag erfüllen hier ein Stück weit, ja? Wir sind ja öffentlich-rechtlich. Macht auf jeden Fall irgendeine Art von Ausbildung fertig. Dass es mal so gut läuft oder dass ihr so ein Glück habt, da müsst ihr erstmal kommen, ist aber nicht unbedingt gegeben. Weil man muss ja sagen, so in den Sphären, wie wir unterwegs sind und selbst auf meinem Level, und ich bin ja nicht mal riesig groß, ist das 0,0% die das erreichen. Mhm. So, und das ist ja schon immens schwierig. Ich glaube, es gehört immer so ein bisschen Glück dazu, aber auch die Art und Weise, wie man das Glück nutzt. Ja. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Hast du, was war deine Erwartungshaltung, als du angefangen hast, okay, das wird auf jeden Fall groß, oder war es erstmal ein Hobbyaspekt? Nee, das überhaupt nicht. Ich hatte, das sage ich auch immer wieder, das Ziel war, ich habe Pizza ausgeliefert, als ich Student war, für 250 Euro im Monat. Mhm. Und die wollte ich mit Stream verdienen, weil ich musste immer Freitag und Samstagabend ausliefern. Ja, scheiße. So, kacke. Und wenn ich da streamen könnte, am Wochenende streamen, das ist ja doch mal krasser von den Zahlen ja, her. Ja, voll, natürlich. Da könnte ich dann von meinen 12 Zuschauern auf 18 vielleicht hochkommen. War immer das Ziel, dass ich die 250 Euro mit Stream verdiene. Mhm. Das war dann auch nach 2-3 Monaten drin, mit über am Anfang als 100%ig Donations. Ne? Ja, voll. YouTube hast vielleicht 1,30 Euro im Monat verdient und Twitch-Subs gab es gefühlt, also gab es ja nicht. Oder ich war noch kein Partner. Und ja, als das dann reinkam, der ist, glaube ich, einmal 243 Euro im Monat an Spenden, habe ich dann gesagt, okay, ich pausiere erstmal den Job als Lieferant und dann ging es alles Schlag auf Schlag. Dann waren es im ersten Jahr, war ich schon bei 480.000 Abonnenten auf YouTube. Alter. Ja. Ich habe eine halbe Million Abos gemacht im ersten Jahr dann. Im ersten Jahr? Deswegen, ich hatte so Glück, was, Digga, fucking Clash Royale. Junge, aber das ist dann quasi dieser Gaming-Hype-Glück gewesen. Ja, oder? Genau. Das ist ja geistig. Ja, da steckst du nicht drin. Ich habe Clash Royale gemacht, weil ich das geil fand. Ja. Dann habe ich Fortnite gespielt. Da haben mich alle beleidigt. Scheiß, Drecks, PUBG, Kinderkack, Fake, ja. Free-to-Play-Mist. Und alle haben mich für Fortnite beleidigt, dass ich das spiele. Ich musste den Leuten das erklären. Das ist ein Battle Royale. Das sind Lootboxen. Da habe ich das den Leuten versucht mitzunehmen, weil mir hat das Spiel Spaß gemacht. Mhm. Und habe den dann Leuten versucht, von Clash Royale mit zu Fortnite zu nehmen. Und die meinten, nee, das spiele ich nicht. PUBG ist viel geiler. Mhm. Und dann wurde Fortnite das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Und dann bin ich von Clash Royale ultra Glück gehabt. Und dann Fortnite ultra Glück. Und dann waren es schon die Millionen Abonnenten. Ja, ich da gar nichts. Ich habe einfach jeden Tag gezockt. Aber von was für einem Zeitraum reden wir, dass dann noch dieses Fortnite-Ding hinterherkam? Das müsste dann ja nur so 2-3 Jahre gewesen sein. Ja, ja, ich habe dann, wie lange war Clash Royale draußen? Ich habe Clash Royale gemacht von 2016 an. Ja. Bis, und dann, wann kam Fortnite? 2017 schon? Ein Jahr später? Fortnite? Ist doch zu, nee. Pass auf. Gestreamt habe ich 2017, dann war PUBG am Start. Ja. Fortnite müsste entweder Ende 17, Anfang 18 gewesen sein. Ende 17, Anfang 18. Ja, okay. Weil ich bin 18, bin ich Twitch-Partner geworden, glaube ich. Wenn ich könnte das so passen, richtig so auf dem Schirm passen. Haben. Ja, dann bist du so in dem Zeitraum. Anderthalb Jahre Clash Royale. Da haben wir auch mal Pokémon Go ein bisschen gemacht. Fortnite ging ja zuerst mit so ein paar Placements rum. Mhm. So, dass ein paar so Sponsor-Streams hatten. Ich weiß, dass Kevin das damals hatte. Okay, geil. So, und dann haben die das so gespielt und ich habe es gesehen und ich dachte so, ja, gut, jetzt eh keiner mehr. Und dann ist es ja so dermaßen explodiert mit dem Ninja-Hype etc., dass es ja so riesig groß wurde. Mhm. Frag mich dann, wie man mit der Situation umgeht, dass man halt sagt so, okay, man hat sich gedacht, ja, jetzt scheffeln wir richtig die Millionen und man hat mal richtig gut Geld verdient. Ja.
Ja, und dann musst du doch irgendwie Ausbildung, keine Ahnung, Maler, Lackierer machen und bist wieder zurück. Ich habe auch erstmal nur ein paar, als ich studiert habe, ein paar Klausuren zurückgestellt. Ich schreibe nur 3 Klausuren, nicht 6 oder sowas im Jahr. Dann hieß es, okay, ich pausiere mal komplett, kann dann ja weitermachen. Und dann hieß es, ich breche ab. Ich kann ja immer noch dann weitermachen in Zukunft. Die Credits werden mir noch angerechnet. Ja. So ging das. Also ich wollte mein Studium nicht abbrechen, das hat auch ultra Bock gemacht. Aber war dann keine Zeit mehr. Würde jetzt dieses ganze Internet-Ding von heute auf morgen nicht mehr laufen. Angenommen, das würde passieren. Ja. Und dein ganzes Geld wird verpfändet. Würdest du dann einfach wieder dieses Wirtschaftspsychologie-Ding angehen oder würdest du einen anderen Weg wählen? Ich würde das so nochmal angehen. Ich würde auch voll in der Branche bleiben. Ja. Dann halt hinter den Kameras. Das macht mir ultra Spaß. Ist auch geil. Ist geil. Ich glaube, da hat aber mittlerweile, und das ist, glaube ich, das Coole, wenn man so eine gewisse Zeit drin ist, hat man so eine Erfahrung. Ja. So gesammelt, dass man sagen könnte, okay, es ist eigentlich scheißegal, mit oder ohne Ausbildung, man könnte jetzt in diesem ganzen Social-Media-Bereich, weil dieser Markt ja sowieso schon so riesig ist, findet man safe einen Job. Ja. Gerade mit den Kontakten, die man jetzt so gemacht hat. Ich habe mir halt auch gedacht, ey, wenn jetzt alles irgendwie den Bach runtergeht. Kannst du auch nicht studieren oder eine Ausbildung machen, da geht nur Erfahrung. Naja, es geht, guck mal, da geht ja, Digga, Alex hat einen Master in Biologie, das war, what the fuck, also das bringt in der Branche gar nichts, ja. Ja, wie geil. Naja, aber ich sag mal, es gibt ja jetzt mittlerweile auch diese Studiengänge mit Social Media etc. pp. Und da frage ich mich wirklich immer, wer sind die Dozenten dafür? Ja, genau, stimmt. Wer sind die Dozenten und wo holen sie sich, ich sag mal, deren Basis her, dass sie sagen können, okay, wir unterrichten jetzt... Das war, ich glaube, meine Freundin hat ja studiert, die hat auch ihren Master gemacht. Mhm. Zuerst Immobilien und dann Master auch in Wirtschaftspsychologie. Und da war auch so ein Teilthema mal Marketing und Werbung in Social Media. Ja. Und sie hat die Vorlesung immer auf laut gehabt. Und da dachte ich auch teilweise, Alter, was labern die da? Ja, ja, richtig. Weißt du? Da habe ich beispielsweise mit, so Realitäts- mit Daniel Slump unter anderem auch drüber gequatscht. Der hat das wirklich studiert. Ja. So. Und erzählt dann der Dozent irgendwas von TKPs etc. Ja. Und er sagt, ja, ist vollkommener Käse. Ja, so. Wirklich. Und dann, ja, woher wissen Sie das denn? Und dann zeigt er halt seinen ganzen eigenen Social Media Grind und so, wie diese ganzen Placements und so weiter funktionieren und wie man sowas errechnet mit Engagement Rates und genau, so weiter. Genau. Und also teilweise haben die Dozenten halt einfach vom Grund in gar keinen Plan. Dann kriegen die halt so Hausarbeiten, dass die 5 Tweets schreiben sollen, die viral gehen. Wie absurd ist das? Oh Mann. Das ist ultra komisch. Oh, scheiße. Also da würde ich halt nie drauf kommen. Ja. Nee, aber um nochmal ein bisschen wieder zu dir zu kommen. Du bist ja groß geworden und was du halt sagtest, da kam so ein bisschen entgegen, ja, dieses, ja, Kiddie-Games, so ein bisschen... Auch dieses, was viel kritisiert wurde, ja, Trimax ist so lost, so der kriegt nichts geschissen oder ist irgendwie schlecht in Spielen. Das war ja noch zu einer relativen Anfangszeit. Wie schnell konntest du dir da so ein dickes Fell aufbauen, dass du sagst, okay, jetzt, das juckt mich nicht so krass oder ich lasse das nicht so nah an mich ran? Das war mir von Anfang an egal. Ich bin in Fortnite das erste Mal mit Maus und Tastatur gerannt. Ich habe noch nie WASD zum Gehen benutzt. Weißt du, was ich meine? Ich kann bis heute nicht crouchen, weil mein kleiner Finger kann Steuerung nicht drücken. Ich habe mit 21 dann das erste Mal mit Maus und Tastatur gespielt. Ja, aber das ist krass, dass man dann schon so ein Selbstbewusstsein hat direkt. Also wenn du so reinstartest, ich meine, viele, und das finde ich zum Beispiel auch kritisch, ja, vor allem bei dem Thema Leute. Das wollen die halt sehen, Digga, ja. Auf Fortnite streamt abends 5000 E-Sportler und Pros, die sind alle geisteskrank heftig. Ja. Und Leute wie, keine Ahnung, die auf dem Skill-Level wie Monte und ich sind, die haben keinen Bock auf Fortnite, weil die ja voll verprügelt werden. Ja. Und ich versuche irgendwie trotzdem meinen Win hinzukriegen. Bin dann auch solo Unreal gekommen, der höchste Rang habe ich mir ercampt. Mhm. Musste ich 70 Stunden campen für die letzten 20%. Ercampt. Nur ein bisschen und wenn jemand reinkommt, habe ich getötet. So, habe ich trotzdem weitergemacht. Mhm. Ist mir egal, wenn die Leute, also wenn ich denen zu schlecht bin, sollen die abschalten. Ich werde manchmal auch aggressiv. Klar, wenn ich das erste Mal Minecraft gespielt habe und ich sterbe voll dumm an Fallschaden und in Fortnite. Wie oft bin ich in Fortnite an Fallschaden geschoben? Ich bin in den Top 10. Unmengen mal. Ich kann es schaffen, ich bin in den Top 10 und dann sterbe ich an Fallschaden. Natürlich werde ich da sauer. Aber gibt es Kritik, die du dir zu Herzen nimmst? Also, safe. Wenn jetzt beispielsweise... Ich lese mir immer alle Kommentare durch, auf allen Kanälen. Sei es bei der Reaction, immer noch. Auf meinem ersten Kanal, auf dem zweiten Kanal. Wie hast du das alles abgearbeitet? Ja, so viele Kommentare sind es nicht mehr, ehrlich gesagt. Und ein Video hast du zwei... Leute nicht mehr so viele Kommentare? Nein. Durch die ganzen Sexbots und das ganze Versaute, ja, der ganze Scheiß hat keiner Bock mehr auf Kommentare. So. Vielleicht, wenn du ein Video hast, 200.000 Klicks, gibt es vielleicht 80 Kommentare über 24 Stunden. Das kriegt man schon gelesen. Mhm. Aber dann liest du ja schon sehr, sehr viel. Ich sag mal, wie sieht dein Alltag aus, dass du sagst so, okay, stehst jetzt auf und dann hast du ja eigentlich relativ viel Termine. Ich meine, ich muss ja hier den Termin jetzt auch relativ abkaspern
Und ich sage ehrlich, es war auch nicht immer einfach. Weil aber wenn der Termin steht, steht er. Du hast mich doch gestern angerufen und gesagt, steht der Termin fix. Wenn es im Kalender ist, ist es hundertprozentig. Dann kommt auch nicht zu spät oder irgendwas. Ja, das dann nicht mehr. Aber ich habe aus 5 Tagestunden, weil ich echt im Arsch am Arsch. Ja, ist auch fein. Wenn's ist auch drin fein. Steht, dann, oder im Zweifel weiß ich dann bei dir, dann frage ich einfach Alex. Ja, genau, das ist immer gut. Das, Geile, das ist immer gut. Das Geile war dann, wo ich so, Alex, ich weiß, wann war, ich glaube, es war vor einer Woche oder so. Ja, wie ist denn das jetzt so mit Termin, dies, das? Ja, weiß nicht, der hat sich seit Montag auch nicht mehr bei mir gemeldet. Ja, und ich denke, der kam viel zusammen. Ey, Mann, Max, scheiße. Ja, ich muss auch sagen, der Februar war bisher der stressigste Monat, den wir je hatten. Ich war nur unterwegs. Wir hatten das, wir waren zuerst in Polen, nackt auf dem Berg hochgelaufen. Ja, was war da eigentlich 4 Tage. Ihr habt diese Wim Hof Challenge gemacht, genau. Das haben wir gemacht. Dann waren wir bei der Otto Challenge. Ultra, ultra, ultra krank. Ja. Dann haben wir... Was ist das für ein Projekt gewesen mit Otto? Das war... Ja, sieht man, ich weiß nicht, was öffentlich ist, aber es war extrem hardcore. Es war richtig. Ihr habt da hardcore. So ein bisschen so Soldatenbootcamp gemacht mäßig, ne? Ja, also alles ohne Waffen, aber halt schon so Infanterieausbildung mäßig, so Drill. Volles Rohr, Alter. Bis gar nichts mehr ging. Das war heftig. Musstest also du dich von erholen oder ging's? Hattest du nicht viel Zeit zum Erholen? Ich hatte keine Zeit zum Erholen. Danach ging es dann instant weiter zum Fußballspiel, dann weiter nach Dänemark. Mhm. Dann von dort direkt wieder zurück Fußballspiel und dann. Was war direkt danach? War auch direkt noch was. Weiß ich schon gar nicht mehr. Dann war der 5-Tage-Stream, also ich war echt gar nicht zu Hause. Dann wohne ich jetzt noch nicht mal zu Hause, Wohnung wird nicht fertig. Ich fuhr mal meine Eltern und so halb im Büro hin und her. Ja, oder alle Koffer immer am Auto. Lief so ein bisschen aus dem Kofferraum raus. Also das war schon ein verrückter Monat. Okay, aber wir hatten ja schon vorweg so ein bisschen gequatscht. Mit der Wohnung ist es dann hoffentlich bald gelöst so. Dass du da rein kannst. Die haben mir schon 9 Termine gegeben, wann ich da rein kann. Jetzt heißt es... Was sagtest du, wann sollte die ursprünglich fertig sein? Ganz, ganz ursprünglich Ende 21. Ist das ein neues Haus, was eben gebaut wurde? Neuer Komplex oder wie? Ja. Ah, okay, scheiße. Das wird neu gebaut, aber die sagen halt, ja, Corona, dann Ukraine-Krieg wird verschoben, dann können die auch nichts für höhere Gewalt. Ja. Kannst auch nichts gegen klagen. Also, nee, natürlich nicht. Das ist ja scheiße. Nee, aber dafür freut man sich umso mehr, wenn es dann endlich soweit ist, ne? Ja, eben. Und dann kannst du rein. Dann ist wieder alles ist die schönste Freude. Auch mal 4 Jahre auf eine Wohnung warten. Sich 4 Jahre vorgefreut hat, ist das scheiße. Nee, Max, wir kommen nicht um das Thema rum. Ja. Was ja jetzt in jüngster Zeit sehr präsent war, und zwar die ganze Geschichte mit Aalborg. Ja. Was ist da los geworden? Also los gewesen. Ihr seid dahin und konntet quasi mit einem Investor mit einsteigen. Genau. Also es gab einen Investor, der quasi als Name da stand, und ihr seid quasi dann in die Anteile mit rein. Genau. Zu uns kam Thomas Hitzelsberger und Ex-Vorstand und Sportdirektor vom HSV in Hoffenheim, wo es richtig gut lief. Also unfassbar kompetente Leute. Ja. Und die hatten keinen Bock mehr auf das deutsche Fußball und die ganzen Investoren und Bürokratie, und du musst sofort, wenn du als Trainer die Mannschaft umstellst oder als Sports Director größer, dann dauert das vielleicht mal 2-3 Jahre, um die Taktik wirklich zu spielen, die du willst. Mhm. Und sobald du 2 Spiele verlierst, fliegt der Trainer raus, kommt der neue Trainer, fliegt er wieder raus und dann fliegt Sports Director raus. Das ist nichts langfristig Nachhaltiges. Ja. Und da hatten die keinen Bock mehr drauf und die wollten alle deren Expertise nehmen. Und wenn das in Deutschland nicht möglich ist, haben wir gesagt, hey, nehmen wir Aalborg, ein Team in Dänemark. Die sind jetzt auch dann auch abgestiegen, waren sie in die zweite Liga, hatten da auch so eine Krise. Den Verein gibt es ja schon seit 1885. Einer also der ewig, großen Ultra-Traditions. Dänemark, ja. 2014 Meister geworden und Pokal gewonnen. Cristiano Ronaldo hat da mal gestürmt gegen Manchester United und sowas. Also war richtig, richtig krass. Ja. Und den wollten sie nach oben bringen und ganz krass Jugendförderung machen. Und die haben uns das gepitcht und ein ultra geiles Projekt. Das läuft doch alles weiter. So, ja. Und die haben gesagt, wollt ihr ganz, ganz kleinen Anteil haben? Wollt ihr dabei sein, das Social Media mäßig begleiten, uns für Instagram beraten und den ganzen Stuff? Wir hätten mit dem SSV Harztag, ich habe ja noch ein eigenes Fußballteam, wären wir da im Sommer nach Dänemark, nach Aalborg gefahren. So, das ist ja ultra geil. Trainingscamp, ja. Die haben da wunderschöne Trainingsplätze und Anlagen. Hätten mit denen zusammen trainiert, Challenges mit den Pros gemacht und hätten das alles so ein bisschen begleitet. Das war so der Plan. Ja. Ultra geile Sache. Und dann ist das aber alles relativ dann zügig backfired. Richtig. Ja. Anton hat ein paar Formulierungen gemacht, die so
nicht richtig waren, die auch gar nicht gut ankamen. Ich natürlich, ich provoziere auch gerne, ja. Wenn ich da irgendwie 0,2% Anteile am Verein habe, dann nenne ich das Ding auch mal gerne mein Verein oder Verein gekauft. So kennt man mich, war dumm, in dem Zusammenhang war es dumm, gerade auch jetzt in Deutschland, wo das ganze Investorenthema so groß ist und Leute da stark gegen sind. Und die haben ja nie so richtig ein Gesicht, wir sind gegen Investoren im Fußball und jetzt heißt es Anton, Sascha und Max, die sind's und dann hat Tagesschau drüber berichtet und alle haben drüber, also wirklich, das war wirklich ein sehr, sehr, sehr kleines Invest, noch nicht mal, also ich hätte ein Placement machen können, es wäre mehr gewesen als das. Okay? Okay. Also das war wirklich einfach nur fürs Projekt, weil ich es geil fand, weil es eine Chance ist. Wenn so einer auf einen zukommt, ist ja Wahnsinn. Unfassbar ungünstiger Zeitpunkt. Bisschen sehr beschissene Formulierung. Also ich mag es zu provozieren, aber das war drüber, das war dann ganz klar mein Fehler. Sascha war im Urlaub, der hat davon gar nichts mitbekommen. und bei Anton waren auch ein paar Aussagen dabei. Wo ich dann auch ganz klar auch die Kritik eingehe und das dann mir alles durchlese und sage, ey komm, dann gehe ich da wieder raus. Ja. Und bin wieder ausgestiegen. Ja, ihr seid jetzt mittlerweile einfach wieder raus. Ja. Ja, ich meine, ihr hattet ja dann, ihr seid ja dann auch vor Ort da gewesen, seid da durchs Stadion und habt auch so ein bisschen den Verein ja kennengelernt. Ihr hattet ja dann so ein bisschen berichtet, ja, mit den Fans alles cool, mit dem Verein alles super, aber dann kam ja relativ zügig die Kritik von der Ultras-Vereinigung, die da haben. Ja, aber da gibt es auch wieder viele Fangruppierungen. Waren da viel, viel gegen. Im Endeffekt, wie lief die Kommunikation vom Verein selbst aus? Waren die enttäuscht darüber, dass ihr euch wieder so zurückziehen musstet oder waren die auch sauer über getätigte Aussagen? Boah, es gibt echt viele Fangruppierungen und Ultrasgruppen. Wir haben auch mit vielen geschrieben und die fanden es cool. Und ich habe auch extra nicht die Ultras gefilmt, weil die im Rücken von uns waren, als ich das vorne am Platz war beim Warmmachen. Und da kamen viele zu uns gewunken und haben mit denen geredet und meinten, geil, dass ihr hier seid und das alles unterstützt. Da waren auch viele dabei, die es geil fanden. Okay. Die es nicht geil finden, wären dann wahrscheinlich zu uns gekommen oder sowas. Ja. Ja, auch in den ganzen Instagram-Beiträgen waren ja überwiegend Deutsche, die dann gesagt haben, hier Influencer raus aus dem Aalborg-Verein und sowas. Ja, aber das ist ja immer. Das ist wieder was anderes. Es war die Investorengruppe, die alte Investorengruppe, der Verein, viele Fangruppierungen, wir. Und da war überall die Kommunikation nicht optimal. Mhm. Ja. Okay, aber ich sag mal, würdest du jetzt sowas in dem Sinne nochmal angehen oder sagst du dir, komm, jetzt sind wir einmal damit auf der Schnauze geflogen, jetzt habe ich die Fresse voll? Ich dachte, es wäre so geil, so alle sind gegen Investoren und dann kommen die und sagen, ey, wir machen das jetzt ohne Investoren, wir machen es selber. Ja. Wir sind Sports Director, wir sind CEO und haben über uns keine Investoren. Das ist ja so eigentlich krass das Gegenteil. Aber am Ende bist du trotzdem wieder ein Investor. Und ob das langfristig ist und voll auf Jugendförderung geht und alles und du willst einen gesunden, langfristigen Verein gründen, ist den Leuten egal, weil du bist ja dann letztendlich wieder Investor. Es ist ja die Frage, wie man es setzt, weil im Endeffekt ist der Fußball, egal ob jetzt ein Investor mit drin ist, durch Sponsoren schon komplett durchkapitalisiert. Ja. So. Und da frage ich mich persönlich, also ich verstehe natürlich in der Kommunikation, wie es beispielsweise über Anton lief, dass er halt gesagt hat, ja, wir spielen jetzt hier Fußballmanager, ist ja vollkommen Käse. Ja, ja, so, ist auch Käse. Wir hatten kein sportliches Mitspracherecht. Ja, 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 eben. Und aber im Endeffekt, sag ich mir, wie groß kann jetzt schon der Einfluss sein? Mhm. Und an sich fand ich das Projekt eigentlich schon spannend, dass ihr das so gemacht habt. Und ich dachte mir halt so, aber also, wie beschissen kann man das timen? Wir haben vor einem Jahr angefangen und jetzt war das Spiel, wo wir es dann announcen müssten. Um meinen Gedankengang zu dem ganzen Thema so zu erklären, ich habe das so gesehen von außen, ich sag mal so, ey Jungs, beschissenen Zeitpunkt könnt ihr euch nicht aussuchen. Ja. So, und ich dachte mir schon, okay, das wird, ich bin jetzt gespannt, was passiert, ich werde es beobachten, mal sehen, wie krass es backfired. Und es ist ja ham gegangen, es ist ja komplett dumm gegangen. So, und wie persönlich wurden da die Kommentare, wurde es schon fast bedrohlich oder sag mal, weil ich sag mal, die deutsche Fußball-Fanszene, man kann jetzt nicht sagen, dass sie alles unbedingt so nüchtern betrachten. Ja? Das ist schon sehr emotional und aufgeladen. Ja. Gab es da viel aufs Maul, auch auf persönlicher Ebene, dass es beispielsweise so, ja, wir finden euch oder irgend so ein Scheiß oder war es relativ entspannt noch? Also dafür ging's. Also bei mir unter den Kommentaren jetzt nicht so direkt, aber wenn jetzt irgendjemand einen externen TikTok-Clip erstellt hat oder Tagesschau auf Instagram berichtet, da war schon viel drunter, aber auf meinen Kanälen war es nicht so viel. Einige fanden es, haben sich sehr auf das Projekt gefreut, richtig viele, die es auch dann verstanden haben, sich mehr damit auseinandergesetzt haben, muss ich mir sagen, Investoren raus aus dem Fußball. Yeah. Fand es auch schade, dass wir es abgebrochen haben, aber ich lese mir das durch und dann sage ich, ey, wenn so die Wahrnehmung ist, dass man, egal wie man es macht, als Investor falsch ist, dann gehe ich auch wieder raus.
dann gehe ich auch direkt wieder raus. Ja, verstehe. Da kann ich auch absolut auf die Kritik hören. Nichtsdestotrotz, die ganze Investorengruppe, die das dann übernommen hat, bleibt natürlich drin. Nur die Influencer sind raus und es läuft ja auch sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben 11 Punkte Abstand zum dritten. Das heißt, Aalborg steigt zurück in die erste Liga auf. Im Endeffekt ändert sich ja jetzt nichts. Auch nicht großartig was. Also auf dem Platz ändert sich überhaupt nichts. Ob ihr da seid oder nicht, oder es war Peng, ist ja jetzt scheißegal. Ja. So, im Endeffekt hättet ihr auch drin bleiben können, aber es ist halt die mediale Aufmerksamkeit, die ist nochmal. Verkaufen wir unsere Anteile, dann kriegt das irgendein Scheich wieder. Maybe, ja. Ja. Ja, aber was zahlt man denn für so einen Anteil? Kann man jetzt keine Summe sagen, oder? Ja, kann man sich halt ausrechnen, wenn der gesamte Kader circa einen Wert von 9 Millionen hat und dann noch der ganze Verein dazukommt, also ja. So mit Trainingsstab und Mitarbeiter und allem drum und dran. Kommt man ja relativ schnell auf eine Zahl. Kommt man auf eine Summe und da seid ihr dann anteilig einfach nur dran. Mhm. Okay. Ja, jetzt kommen die ganzen Rechenfüchse. Müsst ihr mal nachgehen. Schreibst du in die Kommentare, was ihr rausgekriegt habt. Und dann machen wir mal einen Double-Check, ob da was stimmt. Mhm. Nee, Spaß. So machen wir es nicht. Du bist doch bei, das Harztag läuft immer noch als Projekt. Da machst du ja deinen Fußballmanager quasi draus. Da mache ich meinen Fußballmanager. Auch da ist es mit dem Kommerz krass. Wir spielen teilweise gegen Mannschaften, dann kommen die so scheiß Influencer hier, machen Kommerz mit Fußball. Die Spieler selber? Ganz wenige. Wir haben jetzt gegen 30, 40 Mannschaften gespielt, bei zwei Mannschaften war das so. Ja. Und dann sage ich, ich bin 135.000 Euro minus mit dem Fußballprojekt. Das macht mir aber so viel. Das macht mir aber so viel Spaß, dass ich dabei bin. Ich weiß sogar bei zwei Spielen dabei, wo wir das gar nicht übertragen konnten, weil Kamerateam keine Zeit hatte, Cutter hatte keine Zeit. Und ich sagte, komm, ich spiele trotzdem gegen St. Pauli, die siebte Herren oder sowas. Ja. Hast du was 1-0 geschossen, geil. Aber es macht so viel Spaß. Was ist da alles so im Invest? Ist es diese ganze Übertragungsgeschichte? Übertragung, ne? Wir hatten auch hier Robby als Kommentator, wir hatten wirklich Fußball. Wir hatten sofort, dass du live in Slow-Mo die ganzen Szenen einblenden kannst. Das war eine übertrieben krasse Übertragung. Ja, Kostenspiel. Spieltag halt 20.000, wenn dann spontan zwei Sponsoren abspringen, dann musst du es trotzdem zahlen. Ja. Und so hat sich das dann hochgeschaukelt. Deswegen wird es jetzt mit den Streams auch weniger, aber dafür mehr Videos, wenn ich wieder spielen kann. Das ist wirklich ein absolutes Herzensprojekt. Aber willst du mit Harztag immer noch in dieser Dynamik bleiben mit Victoria? Oder hättest du dir vielleicht auch mal überlegt, wie beispielsweise Eli das mit seinem Verein gemacht hat, extra ausgliedern, einen eigenen Verein gründen? Eigener Verein ist schon unfassbar Kopfschmerzen. Super krass, aber vielleicht sogar sowas mit Jugendabteilung etc. Das wäre eigentlich, fände ich so ein Projekt, fände ich ja fast schon noch krasser, wenn du on scratch selber so einen Verein großziehst. Ja. Delay Sports. Dann finde ich den Namen weird, aber ich finde Delay Sports als Projekt schon voll geil. Ja, safe. So. Safe. Was ja auch nicht unbedingt überall so geil ankam. Ja. Stimmt. Nee, also eigener Verein ist ausgeschlossen. Das ist wirklich jetzt, wir haben noch nicht mal Training, ne? Das sind alles Schulkameraden von mir, Leute aus der Fußballmannschaft von damals. Alle wieder, wir sehen uns jedes Wochenende, das ist so geil, wieder mit. Sonst kommt man nichts zusammen, weißt du? Das Schlimme ist, ihr seid ja nicht mal scheiße. So vielen, ja, das ist halt, viele waren gute Spieler. Keine Ahnung, warum ich so viele krasse Fußballer hatte. Die haben vier Ligen höher gespielt, hatten dann Verletzungen, Kreuzbandriss, Meniskusriss, die ganze Scheiße so verletzt. Kann kein Fußball mehr spielen. Dann sagt man sich jetzt mit 29, 30, komm, ich probier's noch mal ein bisschen, haben es noch voll drauf, Ausdauer ist scheiße, in der Halbzeit wird auch mal geraucht oder so. Also es ist schon, die kam's noch richtig drauf, fußballerisch alles, aber die Primes von denen liegen zurück. Aber es macht so viel Bock, sich jedes Wochenende mit den Jungs zu treffen. Und dann die ganzen Streamer noch mit da reinzubringen, die dann auch mal einen Gastauftritt haben. Ja, ich habe mir eigentlich auch nochmal gesagt, ich schnür noch mal die Schuhe für den Harztag. Aber jetzt seid ihr leider aufgestiegen und ihr könnt nicht mehr so viel durchwechseln. Ja, fünfmal können wir noch wechseln, ne? Fünfmal könnt ihr wechseln? Ja, vielleicht. Ich habe ja meinen Vertrag da liegen. Einmal für eine Viertelstunde mal durchrennen. Du machst ein Tor. Wie krass wäre das? Ich verspreche dir, ich mache ein Tor. Das hat mir ja jeder bisher versprochen. Ich verspreche dir, ich mache ein Tor. Mach ich. Ich mache ein Tor. Ich versetze es auch nicht so, wie Hugo das gemacht hat. Das ist geil. Nee, mache ich. Kein Problem. Das hat ja jeder gesagt. Das ist so krass. Ich mach dir was schön, was auf der Liste drauf. Geil. Das war auch voll der Kraft, Hugo aus dem luxemburgischen Verband da irgendwie rauszukriegen. Ja. Ja. Das war sehr verkrampft. Aber wie lief das letztendlich ab? Weil ich fand die Story dahinter voll geil. Boah, wie war das? War das nicht irgendwie, dass der Sohn... Da hat ein Zuschauer irgendeinen Sohn und der könnte dann helfen, weil der Vater... Sohn vom Prisi, ja, irgendwie sowas. Der ihn dann freistellen konnte, so einen Eilvertrag konnte er dann sofort genehmigen oder irgendwie sowas war das. Und dann konnte Hugo quasi für Harztag spielen. Genau, halt dann konnte er in Deutschland spielen. Raum. Das ist auch geil. Aber es ist gut, dass es geklappt hat. Stimmt, international spielen wir auch dabei. Hugo aus Luxemburg, Ali Toro aus der Schweiz. Voll international. Voll international. Der ist wie HSV gefühlt. Stimmt.
Apropos HSV oder allgemein mal ein bisschen mehr Fußball. Wir sitzen hier tatsächlich im Stadion in Heiligenhallen von der Baller League, wo du ja auch eingestiegen bist mit Harzack, aber relativ kurz vor knapp, wie ich mitbekommen habe. So, das war irgendwie 2 Wochen vorher, 1 Woche vorher? Ja, es kommen ja mehrere Ligen so, ne? Kings League will was Deutschland machen, dann kommt Eli mit der Icon. Kings League kommt auch noch. Oder das ist ja das Ding, das Ding von, wie hieß er, Piqué. Genau. Ja. Ich weiß nicht, ob das noch ist, aber die wollten auch, haben die auch schon announced und so, die wollten auch Deutschland machen. Dann haben wir die Icon League von Eli, dann haben wir die Baller League mit allen Ligen geschrieben, aber mit der Baller League nicht so viel Kontakt gehabt. Dann habe ich gesehen, wie hier alles dabei ist. Den habe ich sofort gesagt, das ist es. Ja. Sofort. Und dann, wie ist das eigentlich, also wie funktioniert der ganze Bums hier? Ist es so, dass du sagst so, oder dass man quasi als Verein oder als Teammanager jetzt so ein Team stellt und dann wurde es ja gedraftet? Ich habe gedraftet. Ja, also ihr konntet dann quasi, es war ja so ein bisschen mit so ein bisschen spielerischer fast schon, dass ihr irgendwie würfeln konntet und ihr müsst irgendwelche Quizfragen beantworten und er hat dann das Draft vorgelegt. Wenn wir beide den gleichen draften wollen, beide Spieler sagen, wenn alle in der Runde sagen, ich will den Spieler, dann mussten die das ausspielen. Ansonsten kannst du auch sagen, guck mal, hier ist mit mal irgendwie Ex-Champions League-Sieger, Contento oder irgendwie sowas, den wollen dann alle haben, aber wenn 6 den wollen, dann kriegt die nur einer, die anderen gucken dann in die Röhre. Ja. Dann nehme ich lieber jemanden, der auch ultra krass ist und nehme dann den direkt und so konnte man dann halt taktisch da rangehen an den Draft. Aber musstet ihr irgendwas hier rein investieren? Jetzt selber für eure Teams oder läuft das alles jetzt über Sponsoren? Das läuft über die Sponsoren von der Baller League. Ah, okay. Ich bin Teammanager, dann habe ich ja noch einen Coach. Ja. Wir sind gerade 12. Platz von 12. Läuft gut, sagst du? Problem war, unser Team hatte schon schnell trainiert und war eingespielt und dann haben wir auch Montes und Saschas Team 6-1 weggeklatscht. Das war waren auf einer anderen Liga, das war so krass. Wir haben einen sehr, sehr guten Start hingelegt, aber jetzt haben sich alle anderen Teams auch eingespielt. Mhm. Viele Games auch ärgerlich verloren, aber soweit, also Top 4 ist ja das große Finale, Top 4 ist ja dann in Düsseldorf groß. Ist noch drin, wenn wir es alle spielen. Aber ist es dann so Playoffs-mäßig? Ist es dann ein K.O.-System am Ende oder ist es dann auch wieder nach Tabelle? Es ist, glaube ich, K.O.-System. Okay. Ja. Dann ein großes Finale. Aber ist schon eine nächste Saison geplant für Baller League? Weißt du da was? Und was ich mich dann gefragt habe, wird dann neu gedraftet? Ich weiß nicht, was alles öffentlich ist. Ah, okay. Ja, dann muss ich im Hintergrund vielleicht nochmal nachfragen. Aber vielleicht ist es auch öffentlich. Das weiß ich nicht. Also ja, es ist ja ein Riesenerfolg. Alleine, dass die Baller League auf Twitch immer 80.000 Zuschauer hat. Letzte Woche hier, dann da irgendwie Monte 50.000. Hier, Alter. Achso, ja gut, hier passen ja nur 500 Leute rein. Ja, aber trotzdem. Ja, aber das hier will jeder gefühlt hin, das ist ja ultra krass, wer läuft hier alles rum? Hier läuft Felix Lobrecht rum, Mats Hummels, Podolski läuft hier, Monte ist da, Sascha Knossi, Musiker, dann kommen noch alle, die hier in der Köln-Bubble sind, kommen dann hierher und chillen hier. Also natürlich, die Leute wollen hierher kommen, hier passen aber nur 400, 500 Leute rein. Boah, aber auch absurd. Online das ganze Ding. Das kam so out of nowhere und ich dachte mir, Digga, wie krass ist das Ist ein großer alles? Erfolg, deswegen geh mal davon aus, dass es eine zweite Season gibt. Ja, denke ich dann wohl auch. Pass auf, Max. Wir kommen schon langsam ein bisschen in den Endspurt rein. Ja? Und es gibt am Ende immer das große Cornerbuch. Kennst du das? Ja. Das ist das Freundebuch für alle, die in der Corner waren. Und das gehen wir jetzt durch. Hast du Bock? Ja. Okay, pass auf, Max. Als erstes haben wir Name. Das ist ja völlig abgewandt. Daraus ist ja das Max entstanden. Ja. Maximilian, Alexander, Kurt mit C. Mhm. Was ist da passiert eigentlich? Opa hieß so. Ehrlich? Kurt mit C? Kurt Stemmler. Ja. Legendär. Hattest du einen Spitznamen? Max Allerbester? Ja. Ja? Von Omi? Ja. hat mir Flo erzählt. Ja. Hast du sonst irgendwie so einen Spitznamen gehabt? Das war irgendeiner mal gesagt, so ausgegangen, so, ey, Kurti oder. Kurt, habe ich paar. Ich habe auch gerne die Lehrer verarscht. Einige habe ich mich Max halt nennen lassen. Bei manchen haben gesagt, was ist dein Rufname? Da habe ich gesagt, Alex, also Alexander. Mhm. Einige Kurt. Und dann war so Schülerkonferenz und die haben es halt gar nicht gecheckt, die Lehrer. Ja, der Kurt. Weil es drei verschiedene waren. Ja, scheiße. Sonst, nee. Okay. So sollte man dich am besten nehmen. Wenn man dich jetzt auf der Straße sieht, einfach Max oder Trimax? Jetzt, wenn beispielsweise ein Zuschauer dich anspricht. Gute Frage. Vielleicht für weniger also hier ist zum Beispiel, Max? Hier ist zum Beispiel... Hier nervt Max extrem. Hier haben wir Max Hand of Blood, Max Kruse, Kontra K, auch Max. Saßen wir da zu viert alle nebeneinander. 4 Max. Ja. Riesenscheiße. Das bin ich super scheiße. Sauer, wenn mich jemand Max nennt. Dann sage ich, ey, komm, lieber nehm ich zum Unterscheiden, Trimax. Ja. Okay. Es gibt so viele Max in der Szene. Wann hast du Geburtstag, Bro? 19.08.94.
Da werde ich. Hä, ist ja voll um, das ist ja voll um Gamescom rum. Ja, ich habe immer Gamescom Geburtstag kurz davor. Das ist ja wie Niklas. Niklas hat auch mal so Gamescom Geburtstag. Ja. Immer schön, wenn er dann arbeiten musste. Mhm. Schön den 30. Geburtstag auf der Gamescom. Was ist, das ist Löwe, ne? Sternzeichen? Ja, habe ich es richtig auf dem Kopf. Richtig im Kopf. Was ist deine Lieblingsbeleidigung? Jetzt, wenn du jetzt richtig einen zur Sau machen willst. Wenn jetzt zum Beispiel Strobel nervt dich. Ja? Ach so. Was ist halt ein Unterschied, ob es Kollegen sind? Ja. Aber sonst ist der klassische Wichser geht eigentlich immer, finde ich. Wichser, Wichser. Der Wichser weißt du? Ist gut. Ja. Ja, doch. Der Wichser ist gut. Aber du bist dummer so ein, Wichser. Du bist ja, immer doch, nicht so ein Hurensohn-Sager, ne? Doch auch. Ja, in ehrlich? Games. Dann aber schon, das ist schon bösartig, wenn jemand richtig nervt im Spiel. Boah, Fortnite. Die machen jetzt aber nicht Musik an hier, oder? Nee, machen sie nicht. Oh. Boah, Digga. Wir müssen schnell fertig werden. Dann hast du ein geheimes Talent. Was keiner weiß. Kannst du irgendein Musikinstrument oder sowas? Ich habe mir mal ein bisschen Gitarre beigebracht und ein bisschen Klavier. Ja. Gibt's auch Videos, aber das kann ich nicht mehr. Ich hab mir Gitarre beigebracht. Ey, das habe ich doch gesehen, das war doch voll scheiße. Ja, genau, mit der Strobel, die Gitarren-Challenge. Ich hab dann noch einen Fluch der Karibik zusammenbekommen, aber der Strobel hat richtig verkackt. Ton und das war voll scheiße. Ja, das war richtig. Ich habe nur Akkorde gelernt, da konnte er keinen Akkord. Nee, ich habe Gitarre gelernt, dann hatte ich mir einen doppelten Schlüsselbeinbruch, da konnte ich nach 3 Monate keine Gitarre spielen, ja. Hatte ich keinen Bock mehr drauf. Das war bei dem Fußball-Event dann bei hatte ich mir Klavier beigebracht und dann hatte ich ja nach dem Box-Event meinen Diskusabriss und konnte 4 Monate kein Klavier spielen, auch alles verliert und hatte auch keinen Bock mehr. Jetzt, wenn ich ein scheiß Musikinstrument in die Hand nehme, verletze ich mich, dass ich das 3 Monate nicht spielen kann und habe keinen Bock mehr drauf. Dein Leben arbeitet gegen dich, Max. Ja, richtig. Das ist das Problem einfach auch ein Stück weit. Was war denn mal richtig unangenehm, eine unangenehme Story, die du hast? Boah, also ganz bestimmt nicht Mach ein Loch, das ist eine meiner Lieblingsstories. Ja, die ist super. Mach ein Loch. Wo ist das entstanden, Mach ein Loch? Das war bei einem Kollegen, da ist sogar auch Henki mit auf dem Video drauf, den sieht ja, man links unten ja. sitzen. War das einfach bei dem im Keller? Und das war bei dem im Keller, wir waren halt alle angeheitert und dann habe ich gesagt, die Wand ist ultra dünn, die kann ich durchschlagen, dann meinten die nö und dann meinte ich, ja gut. Und dann, ich probiere es, haben alle Mach ein Loch eingestimmt, ich bin mit eingestimmt und dann ging's los. Aber was, gab es irgendwie eine Konsequenz daraus, waren die Eltern nicht irgendwie sauer oder so? Ja klar, war super sauer. Ein fucking Loch in der Decke. Ich glaube, das ist da heute noch. Ehrlich jetzt? Ich kann es mir vorstellen, als ob das jemand da zugespachtelt hat im Keller. Ist doch scheiße. Mach ein Loch. Ich weiß nicht, als das alle im Boxkampf gerufen haben, als ja. die Mickey geboxt haben. Hast du das eigentlich wahrgenommen? Boah, schwer, ich hab's gehört. Du bist doch Tunnel, oder? Ja, das war ein sehr Tunnel. Das war ein verrückter Zustand. Kommt noch mal so ein Box-Event? Oder sagt ihr jetzt erstmal, es ist gut? Wir hatten ja zwei, das zweite war auch extrem geil. Mhm. Ja, sagen halt. Es müssen halt krasse Leute gegeneinander kämpfen. Ist halt schwierig. Und das alle ist, sagen on cam immer, oh, ich kämpfe. Und dann fragt man wirklich. Und dann so, nee, auf gar keinen Fall. Ja, ja, wenn es geile Kämpfe gibt, gerne. Ja, mich brauchst du gar nicht fragen. Kannst vergessen, mach ich nicht. Aber gibt es irgendeine unangenehme Story? Fällt dir jetzt akut einer ein? Was, da gibt es bestimmt viele in den Kommentaren. Ich habe schon immer alle unangenehmen Storys erzähle ich sofort. Das ist bei Streamern schwierig. Mach ich sofort, hau ich sofort. Deswegen auch geheimes Talent. Wie soll es ein geheimes Talent geben? Wenn ich es könnte, wäre ich da schon ja, jetzt 8 Jahre lang im Stream sofort gezeigt. Ja, verstehe. Oder unangenehme Storys werden sofort erzählt auch. Mhm. Fällt mir nichts Explizites ein, aber es gibt unglaublich viele, klar. Okay. Ich lande oft in solchen Situationen. Ich überlege gerade, ob mir eine einfällt. Kann man die erzählen mit Niki zu Silvester? Wo wir... Was ist da? Wo er rausgeflogen ist? Ach so, ja gut, damit habe ich ja nichts zu tun. Okay. Nee, dann lassen wir die zu. Dann hol ich ihn vielleicht mal extern nochmal ja, rein. Stimmt, gut. Hast du sonst eine komische Angewohnheit, irgendwelche Marotten? Oh, richtig viele. Du hast sau viele, ich oder? Ich habe sehr, 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 sehr viele Ticks. So, abgesehen, isst du mittlerweile Gemüse? Also, wenn es geil zubereitet ist, ja. Wenn es richtig gut ist. Geil, Max. Ja, muss ich ja irgendwie jetzt, ne? Ja. Alle sagen, alle 7 Jahre verändert sich dein Geschmack, dann kannst du auch so Salat und Gurke essen. Ich muss mich davon immer noch komplett übergeben. Eines Tages hoffe ich, kommt das. Ich finde, das witzigste Statement, was ich jemals von dir gehört habe, war, dass du keine Musik hörst. Ja. Hat sich da auch was gewandelt? Geht's wieder? Ja, ich bin oft so, dass ich mich dann zwinge, Musik zu hören, weil es so komisch ist, keine Musik zu hören. Checkst du? Ja, okay, verstehe ich. So, aber auch so... Nicht, dass ich jetzt sage, ich mache Musik an, sondern ich mache mir Musik an, sonst bin ich der komische Typ, der keine Musik hört. Ja, okay. Aber das ist auch schon wieder sehr komisch, oder? Ja, aber was sagt da deine Verlobte nicht zu? Dass sie halt sagt, so, jetzt mache ich ein bisschen Musik oder ist das irgendwie komisch an dir? Oder hat sie diese Marotten hoffentlich mittlerweile schon ja, so akzeptiert? Ja, ja. Also oft komme ich nach Hause, dann läuft da Musik, auch zu laut, nervt mich, ultra kann man sich unterhalten. Ja. Alexa, stopp. Direkt Musik immer aus. Beim Sport höre ich Musik. Mhm.
Aber sonst, guck mal, ich höre gerne Podcasts. Ich war jetzt 4,5 Stunden mit der Bahn hierher. Henkes Corner angehört. Genau. Hast du wirklich? Nein. Oh. Ich hör sehr gerne Podcasts. Mhm. Oder ich habe zum Beispiel ein neues Auto eingefahren. Bin ich nachts einfach mal nach Kiel und zurück, damit ich 1500 Kilometer einfahren, muss man ja. Und da, ja, ich komme sonst nicht dazu. Ich war ja, wie gesagt, viel unterwegs. So, und dann höre ich im Auto 2 Stunden Podcast und denke ich, fuck, ich bin in 15 Minuten wieder zu Hause, jetzt habe ich gar keine Musik gehört. Dann mache ich mir nochmal schnell Musik an. Ja, verstehe ich. Okay. So, dann habe ich nochmal, damit ich nochmal Musik gehört habe. Ah, okay, das ist aber geil. Das ist aber geil. Und sonst hast du keine komische Angewohnheit? Ja, ganz viele. So, ich leck mir immer so über die Lippen, wie so ein Reptiolid, das fällt den Leuten auf. Ja, ja. Ja, sowas. Das ist geil. Ganz, ganz, also viele Sachen. Okay, verstehe. Aber die fallen einem oft selber gar nicht dann auf, weil das für einen normal ist. Das kriegt man gar nicht mit. Was findest du richtig scheiße? Das finde ich richtig, Stream-Sniper kommen mir spontan in den Sinn. Das nervt. Wenn ich seit 5 Jahren kein Multiplayer richtig zocken kann. Ja, verstehe ich. Was magst du richtig gerne, was findest du richtig geil? Stream? Ist es immer noch Stream? Ja. Ist es mal zwischendurch gewesen, dass du sagst, boah, ich habe vielleicht gar keinen Bock mehr auf Stream oder ist es immer noch die gleiche Leidenschaft? Nee, ich will 25 Jahre Stream, das macht so Bock. Ich kam halt aus dem 5-Tage-Stream, es hat überhaupt nicht gereicht. Es hätte 14-Tage-Stream sein müssen. Okay. Was ist aktuell dein Lieblingssong, wo wir schon bei dem Musikding waren? Hast du aktuell einen Lieblingssong, wo du sagst, der geht jetzt gerade rauf und runter? Rauf und runter nicht. Aber hörst du nicht so einen Song mal so tot? Nee, leider nicht. Ich wünschte, ich könnte jetzt hier eine Antwort geben. Nee. Aber hoch und runter? Ja, irgendein Song, den du geil findest, weil wir haben so eine Playlist. Da packen wir das immer rein. Könnt ihr gerne reinschauen oder reinhören, die Corner Hits Volume 1. Playlist zum Podcast. Da packt jeder Gast einen Song auf. Ja, okay. Dann nehmen wir von 50 Cent, weil den habe ich seit, den habe ich 15 Jahre oder so nicht gehört gehabt. Mhm. Jetzt hat aber Luciano ein Sample von dem Song. Ja. Von 50 Cent. Und der Song von 50 Cent heißt When It Rains, It Pause. P-U-R-R. Kennst du den? Wie heißt der? Heißt er so? Ja. Von 50 Cent. Cardi? Alter, bist du schlecht aufgestellt. Digga, ich klingt gerade gar nicht bei mir. Das ist er nicht, nee. Hä? Nee, sag mir gar nichts. Ich höre das was halt nicht. Der Drillgott. Nein, Henke, wer ist der Drillgott? Wer ist denn der Drillgott? Ist er irgendeiner gestorben? Vor 3, 4 Jahren doch. Juice WRLD ist tot. Juice WRLD der Drillgott? Nein. Da kommst du hier aber Teufelsküche. Ey, hör auf. Sendest du nein, das so? Nein, das ist der Einzige, so? Der mir eingefallen ist, der tot ist. Das ist ja der andere Drillgott. Sie hast du? Nee, es gab. Playboy Carti gab's? Schneid das mal nicht raus, bitte. Mach mal Juice WRLD, der Drillgott. Kannst du die Folge Scheiße, so nennen? Wie hieß der denn? Ich Kannst weiß du die Folge nicht. So nennen, bitte? Juice Oh, ich weiß, welchen du meinst. Ja, ich weiß, welchen du meinst. Der hat aber von 50 Cent mal was gesampelt. Ja. Ich komme gerade nicht drauf. Ja, wie du auch sagst, oh, jetzt ist es vom Licht her komplett Katastrophe, glaube ich. Ne, finde ich ganz geil. So zum Ende hin nochmal so ein Finale. So eine kleine Lichtershow am Ende. Okay, dann packen wir auf jeden Fall packen wir den Song rauf. Ja? Und dann brauche ich jetzt von dir, Max, eine Weisheit. Eine richtig schöne Trimax-Weisheit. Krasses Licht. Digga, das wird jetzt dein Handy leuchtet angemacht, von mir geht das Licht wieder. Ich bin komplett fertig hier. Eine Weisheit. Situation. Was willst du den Leuten mitgeben? Lest? Das ist voll geil. Nee, ist schon so, man lernt aus Fehlern, ja. Aber man muss die Fehler nicht selber machen. Zieh dir einfach, das Leute haben schon alles vorher gemacht. Einfach, da wo du Bock drauf hast, lest dich da voll rein. Digga, perfekt. Max. Das nehme ich. Max, allerbester. Pass auf, das Letzte, was mir noch einfällt. Abi-Note. 2,7. Stark. Max, jetzt sind wir durch mit deiner Corner. Geil. Das war sehr, sehr geil. Ey, es hat mega Bock gemacht. Das war richtig geil. Freunde. Wenn ihr den ganzen Bums hören wollt, ja, oder euch anhören möchtet oder anschauen möchtet, könnt ihr das auf Spotify, YouTube und in den ZDF-ARD-Mediatheken tun. Oh, das ist geil. Das ist geil, das ist richtig geiler Flex. Kann Mutti und Fadi können schön mal schauen, bei Mediathek gehen, mal eingeben, Trimax oder Henkes Corner. Ich bin da jetzt richtig schon drin, das findet meine Oma safe. Ja, ja, safe. Oma kann mal nachgucken. Hey, hallo. Na, ist super. Heute wieder, na? Grüß dich. Gute Frage.
Du musst dich doch drum kümmern. Besser, ich habe dir bei WhatsApp dreimal geschrieben, du antwortest mir nicht. Ich habe dir Top-Spieler vermitteln können. Scheiße. Warum antwortest du mir nicht mehr bei WhatsApp? Ey, Mann, ich habe fünf Tage Stream, ihr Wichser. Ich hab, guck, was soll ich machen? Da geht's schon los. Ja, geht's schon los, geht der ganze Stress los. Fünf Tage durch, hast du Stress direkt. Freunde, wir sind auch schon in der Endcard. Hier kommt ihr zu einem Video von der True-Doku Carla Kopf. Wie ist es, ein Toupet zu tragen? Was? Das ist der Vorschlag. Das ist echt der Vorschlag. Und hier kommt ihr zur letzten Corner-Folge. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Heckmann Schüssikowski, ciao.